Der FC Bayern gegen PSG. Heute gibt es das ultimative Karrierebattle. 10 Jahre werde ich beide Teams übernehmen und dabei wird das Glücksrad entscheiden, welche Transfers ich mache. Später müssen dann noch Spieler freigegeben werden und das andere Team kann die Spieler sogar klauen. Unbedingt dranbleiben bei diesem Titelbattle. Und wir starten direkt rein mit dem ersten Transfer für den FC Bayern München. Ja, es hätte besser sein können, aber für die Zukunft sehr interessant. Victor Osimhen ist also der allererste Transfer, der auch bis zum Ende bleibt, falls er später nicht freigegeben werden muss. Und da hatten sie auch ziemlich Glück, denn das ist die Position mit dem schwächsten Rating in der Startelf. Und jetzt machen wir direkt bei Paris weiter. Ein De Bruyne zum Beispiel für die zentrale Mittelfeldposition wäre heftig oder auch ein Casemiro, der hier mit Paris natürlich alle Titel abräumen will. Denn das wird darüber entscheiden, wer dieses Battle heute gewinnt. Und in der allerersten Saison sehen wir bei Bayern München schon das Champions League Finale und wollen natürlich jetzt hier 3 Punkte, die gibt es aber nur für den Sieg. Champions League bringt natürlich die meisten Punkte. Die Bundesliga bringt aber auch einen Punkt und da holen sich die Bayern auch die Meisterschaft, den DFB-Pokal und damit einen weiteren Punkt können sie aber nicht holen, weil sie hier direkt in Runde 2 rausgeflogen sind. Und ich denke, der Neuzugang hat sich hier auch ganz gut eingefunden. Momentan hat der FC Bayern hier schon mal einen Punkt sicher für die Meisterschaft. Aber sie wollen natürlich noch 3 weitere Punkte hier in der Champions League sammeln. Und sie starten direkt mal mit dem Tor. Kingsley Coman wieder mit dem Treffer im Finale. Ja, so kann man mal reinstarten. Aber City macht den schnellen Ausgleich. 2 Tore in den ersten 10 Minuten. Und Bayern München fast mit der erneuten Führung. Aber City genauso. Ganz kurz will ich davor noch Danke sagen für über 1600 Daumen nach oben. Das macht ja richtig Spaß, das Ganze hier in der Simulation anzugucken. Und wir sehen das 2:1 wieder Bernardo Silva mit dem Treffer für City. Und ich sage es nochmal, es geht hier um 3 Punkte oder gar keine Punkte. Finale bringt einfach den Bayern gar nichts, wir müssen das Ding schon gewinnen. Okay, sehr krasse erste Hälfte. Und die Bayern fast mit dem Ausgleich und direkt nochmal. Und in der zweiten Hälfte passiert jetzt nicht ganz so viel. Und jetzt ist das Spiel abgepfiffen, Bayern verliert das Finale. Und damit bleibt es natürlich bei einem Punkt. Und jetzt machen wir hier mit Paris weiter. Wir sind also in einer neuen Karriere, damit die Spieler natürlich dann auch die 10 Jahre hier bleiben und wir sehen auch, Paris wird den Titel nicht holen, sind gegen City hier rausgeflogen, also es gibt hier keine Punkte und es zählen natürlich auch nur die Titel, die man dann in der eigenen Karriere holt, denn die spielen ja noch ohne die Transfers, die wir hier machen und natürlich dann auch ohne die Discards und wir sehen natürlich auch Paris hier mit der Meisterschaft 100 Punkte geholt, bringt ihnen also hier schon mal das 1:1. Sie könnten aber jetzt hier noch in Führung gehen, denn sie haben noch ein Spiel hier übrig und das ist das Pokalfinale, dafür würde es natürlich dann auch einen Punkt geben, mal gucken, ob sich den PSG holt und ja, den holen sie sich und gehen damit jetzt 2:1 in Führung. Und neue Saison heißt natürlich auch ein neues Glücksrad. Wir werden jetzt den Transfer für den FC Bayern München bestimmen und das ist Valverde. Ein sehr interessanter Transfer. Die Frage ist nur, wo wird er spielen? ZM oder rechter Flügel? Und ich werde ihn hier auch mal auf den rechten Flügel umtrainieren, denn da ist die Gesamtstärke momentan noch schwächer als hier auf der ZM-Position. Und jetzt suchen wir direkt den nächsten Spieler für PSG. Ein Haaland ist zum Beispiel ja auch noch frei. Es wird aber ein anderer City-Spieler hier mit Ederson. Und so wirklich brauchen tut Paris natürlich keine neuen Keeper. Deswegen ist das Ganze natürlich ein ganz klarer Nachteil, auch wenn er hier die 90er Gesamtstärke hat. Aber es könnte trotzdem ein wichtiger Transfer sein, falls Donnarumma mal ausfällt oder falls er später discardet werden muss. Aber einer wie Messi, der geht natürlich von der Gesamtstärke nur noch runter. Also muss Paris hoffen, dass sie natürlich einen Flügelspieler bekommen. Gehen wir also jetzt direkt rein in Saison Nummer 2. Wir starten natürlich wieder mit dem FC Bayern. Und wir sehen auch, keine Überraschung, Bayern holt auch im zweiten Jahr die Meisterschaft. Das Ganze ist natürlich jetzt der Ausgleich, aber es kommt jetzt hier die Führung, denn sie haben das Pokalfinale gegen Dortmund gewonnen. Aber ihr könnt es hier schon an den Statistiken sehen. Ins Champions League Finale ist Bayern nicht gekommen. Trotzdem hat ein deutscher Verein den Champions League Pokal geholt. Mal schauen, ob es Paris jetzt hier ins Finale schafft. Dafür müssen sie aber erstmal natürlich das Viertelfinale hier überstehen. Das machen sie sogar noch im Rückspiel. Was für ein Comeback jetzt Real Madrid, der Gegner. Mal gucken, ob sie jetzt hier ihr erstes Finale spielen werden. Auch da wieder eine Niederlage im Hinspiel. Aber auch da gibt es das Finale. Beziehungsweise das Weiterkommen. Und das heißt natürlich das Finale. Und da wartet jetzt Borussia Dortmund. Schauen wir davor noch ganz kurz hier auch die Statistiken. Schauen wir erstmal auf den Wettbewerb, der jetzt schon abgeschlossen ist. Die Liga holt sich Paris natürlich wieder. Sie machen also schon mal das 3:3. Die meisten Punkte gibt es natürlich nicht im Pokal, sondern hier in der Champions League. Sie könnten die perfekte Saison hier spielen. Und wir werden jetzt hier wieder in die Simulation gehen. Mal gucken, ob sie sich jetzt hier auch die 3 Punkte holen oder ob Dortmund das ganze Video hier übernimmt. Erstmal gibt es aber jetzt hier die Chance für Paris. Und wir sehen hier das 1:0 von Paris. Verratti macht den Finaltreffer. Mbappé fast mit dem 2. Auch Neymar nochmal mit einer Chance. Aber Dortmund hat die Chance auf den Ausgleich. Es wäre eine so coole Story, wenn die einfach in 2 verschiedenen Karrieren jetzt den Champions League-Titel holen würden. Aber jetzt nochmal eine ganz große Chance, aber auch das wieder nicht gut genug. Oh, jetzt gibt es aber nochmal eine große Chance. Allaire macht den Ball hier nicht rein. Und es bleibt beim 1:0. Paris gewinnt den Titel. Und damit holen sie sich natürlich auch ganz wichtige 3 Punkte für dieses Battle. Und auch im Finale des Pokals gewinnen sie. Sie holen also das Maximum aus dieser Saison raus. Führen jetzt hier mit 7:3. Bayern braucht jetzt einen absoluten Kracher-Transfer. Mal schauen, ob sie den bekommen. Und es wird nochmal ein neuer Stürmer mit
Vlahovic. Mané wird natürlich auch nicht mehr jünger, deswegen auch ein sehr guter Transfer hier für den FC Bayern. Und damit haben sie direkt einen neuen Stammspieler, denn Vlahovic hat eine Gesamtstärke mehr. Aber so langsam gibt es ein Torhüterproblem bei den Bayern. Neuer geht natürlich nur noch runter, 86er Gesamtstärke und auch Sommer geht natürlich nur noch runter. Ganz wichtig, dass sie so schnell wie möglich einen guten Keeper bekommen. Paris braucht, wie gesagt, einen Flügelspieler, vor allem auch für die Backup-Position. Es wird aber nochmal ein Torwart. Die machen also hier einfach mal die Transfers, die Bayern hier gerade brauchen. Und das ist natürlich ein weiterer Spieler, den Bayern München sich hier nicht mehr holen kann, außer sie klauen ihn später, aber ja, das kommt natürlich erst später. Also, Torhüter-Probleme hat Paris, glaube ich, nicht. Paris hat natürlich jetzt den Vorteil, Barca muss natürlich jetzt hier aus dem Weg geräumt werden, aus der Sicht von Bayern München. Und die Bundesliga sieht jetzt auch nicht ganz so gut aus, aber Champions League kommen sie schon mal weiter. Viertelfinalgegner ist da einfach mal Manchester City, da sind sie gescheitert im Finale. Hier machen sie aber per Elfmeter, schießen das Halbfinale fix und spielen auch ein DFB-Pokalfinale. Mal gucken, ob noch ein Finale dazu kommt. Bayreuth einfach mal der Gegner, komplett verrückt, was ist da bitte los? Und ganz nebenbei auch noch das Finale gegen Real Madrid in der Champions League. Also Bundesliga war jetzt nicht ganz so eindeutig, aber das Ganze ist trotzdem natürlich der nächste Punkt. Die perfekte Saison ist also auch für den FC Bayern München hier möglich. Erstmal müssen wir aber hier auf den Gegner gucken, die sind einfach in der dritten Liga und haben es ins Pokalfinale geschafft. Eine verrückte Geschichte, also ich würde es auch so ein bisschen feiern, wenn sie sich jetzt hier durchsetzen würden. Aber Bayern München möchte natürlich hier die nächsten Punkte holen. Beim Weg zum Olympiastadion ist kein großer Unterschied. Mal gucken, ob es hier einen großen Unterschied im Finale gibt vom Ergebnis her. Nein, gibt es nicht, ein 2:1. Aber wie erwartet, holt Bayern hier den nächsten Titel und damit natürlich auch den nächsten Punkt. Aber die meisten Punkte gibt es natürlich in der Champions League und Real Madrid hier einfach mit einem Heimspiel. Dybala, Kamada und vor allem Pieper hier einfach mal in der Startaufstellung. Mal schauen, ob sie die 3 Punkte vom FC Bayern München hier verhindern können. Okay, erste große Chance hier für den FC Bayern und auch eine große Chance für Real Madrid. Und direkt die nächste. Aber im Gegenzug jetzt die Bayern, aber auch der Ball ist nicht drin. So, zweite Halbzeit läuft. Werden die Bayern zum zweiten Mal die Punkte hier verlieren? Momentan sieht es so aus. Brahim Diaz für Real Madrid mit dem Treffer. Das wäre extrem bitter, aber Bayern hier fast direkt mit dem Ausgleich durch Goretzka. Jetzt haben wir hier doch ein Spiel. Vorhin im Finale bei Bayern München alle Tore in der ersten Halbzeit, jetzt in der zweiten oder vielleicht in der Verlängerung. Vielleicht verhindern die Bayern das aber jetzt auch und das machen sie. Vlahovic, der neue Mann, trifft jetzt hier im Finale. Es sieht sehr gut aus für die Bayern, denn Musiala macht hier noch das 3:1. Und jetzt ist es offiziell, Bayern gewinnt die Champions League, holt hier 3 Punkte und geht damit natürlich in Führung, aber Paris hat die Saison natürlich jetzt hier noch in der Hinterhand. So, Achtelfinale startet schon mal gut für Paris. Das darf mit der Mannschaft aber natürlich auch kein Problem sein. Im Rückspiel gibt es ein Unentschieden, ist aber natürlich kein Problem. Im Viertelfinale wartet dann schon der nächste spanische Gegner mit dem FC Barcelona. Ein Spiel wird gewonnen und auch das Rückspiel wird nicht verloren. Wir haben also hier direkt das nächste Halbfinale. Mal gucken, ob es das nächste Finale wird. Ein Sieg gegen die Spurs hier im Hinspiel und auch im Rückspiel wird wieder nicht verloren. Real Madrid auch hier wieder der Gegner. Immer die gleichen Teams hier im Champions League Finale. Und nur eine einzige Niederlage in der Meisterschaft heißt natürlich auch hier der Ausgleich für die Punktezahl. Und ins Finale gehen sie ohne Lionel Messi, der jetzt hier einfach mal verletzt ist. 86er Gesamtstärke. Ja, den Flügel, den hätten sie gebraucht, aber können sie sich natürlich hier nicht aussuchen. Und diesmal ist es nicht das Heimspiel für Real Madrid, sondern hier für PSG. Auch das ganze Ding wird natürlich wieder simuliert. Und Real Madrid geht hier in Führung durch Karim Benzema. Mal schauen, ob es hier die nächste Niederlage in einem Finale gibt. Das 2:0 von Vinicius, es sieht jetzt ganz danach aus. Aber eine Stunde hat Paris natürlich noch Zeit. Und jetzt haben sie auch die Chance auf den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit. Mbappé macht das Tor. Und damit ist jetzt natürlich ordentlich Spannung wieder drin für Halbzeit Nummer 2. Und falls ihr mehr von sowas sehen wollt, nicht vergessen, den Kanal hier kostenlos zu abonnieren. Über 70% haben es nämlich nicht von euch gemacht. Und jetzt sehen wir hier die nächste Aktion, der Ausgleichstreffer von Neymar. Paris möchte natürlich hier die Punkte, ganz klare Sache. Jetzt sind sie hier im Strafraum und die Nummer 10, Neymar macht auch das 3:2. Was für ein Comeback hier im eigenen Stadion. Aber Real Madrid ist natürlich auch noch da. Und Mbappé könnte jetzt die Entscheidung machen, macht er aber noch nicht. Aber Real Madrid schafft es nicht mehr, ein Tor zu schießen. Paris holt sich die 3 Punkte. Und das Ganze, obwohl die Mannschaft nicht ganz perfekt ist, ein 82er Stürmer hier in der Mitte vorne drin. Aber trotzdem gibt es hier die perfekte Saison. 12:8, also jetzt der Stand. Nicht mehr lange und dann kommen auch diese beiden Glücksräder hier zum Einsatz. Jetzt wollen wir aber natürlich erstmal mit diesem hier weitermachen. Bayern braucht ganz, ganz dringend hier einen Keeper. Mal gucken, ob sie den bekommen. Nein, aber dafür einen deutschen Spieler mit Havertz. Ja gut, Musiala werde ich da jetzt aber nicht eintauschen. Und jetzt bekommt Bayern hier mit Havertz eine 91er Gesamtstärke. Und das ist wichtig für die Bayern, denn damit verstärken sie sich. Musiala hat sich leider nicht so gut entwickelt, obwohl ich den Entwicklungsplan hier mehrmals angepasst habe. Aber mit Havertz hat Bayern jetzt auch die komplette 90er Offensive. Die beiden ZMs natürlich auch noch, Cancelo, De Ligt. Aber ja, Torhüterposition bleibt natürlich das Problem. Gucken wir mal, ob Paris ihr Problem auf der rechten Seite da lösen kann, denn jetzt in dieser Saison wird es schon dafür Zeit, tatsächlich der nächste Keeper. Das gibt es doch nicht. Na gut, man weiß ja nie, wenn 1, 2, 3, 4, 5 Torhüter mal ausfallen,
fallen, dann muss man natürlich vorbereitet sein. Normale Transfers zu machen wäre auch einfach zu langweilig. Und weil ihr es gerade gesehen habt, die Supercups zählen natürlich nicht als Titel. Gucken wir auf die Champions League im Jahr 2026. Achtelfinalgegner für den FCB, der FCB. Also Bayern gegen Barcelona. Bayern setzt sich durch. Und Viertelfinalgegner ist City. Auf die sind sie schon einige Male hier getroffen. Und diesmal ist City auch wieder der Endgegner. Und der nächste Endgegner hier im Pokal ist Mainz 05, die hier das Finale gewinnen. City gewinnt hier schon wieder die Champions League. Und ich habe allen Spielern hier 10 Jahresverträge gegeben. Wir sehen, Nübel ist die neue Nummer 1. Also zumindest von der Gesamtstärke. Ist aber hier momentan verletzt. Also es bleibt spannend mit dem Glücksrad. Hier nochmal kurz die Statistiken. Und es war nicht ganz klar mit der Torhüter-Position. Aber die Bayern werden auch dieses Jahr wieder Meister. Und gerade habe ich aus Versehen die Anzeige verhauen. Also falsch rum eingegeben. Ich hoffe, so ist das Ganze richtig. Sonst gebe ich einfach das Richtige darüber an. Und wir sind jetzt hier schon in der vorletzten Saison, bevor dann das Discard- und Steal-System hier greift. Und vor allem die Bayern, die können sich vielleicht darauf freuen, beziehungsweise haben da sehr große Chancen, jetzt einen Keeper zu bekommen. Also hier ist noch gar nichts entschieden, aber Paris wird hier schon mal nicht den Champions-League-Titel holen. Den Titel holt sich nämlich hier Chelsea. Und in der Liga gibt es jetzt die Mega-Überraschung, denn Paris wird nur zweiter, punktgleich mit Lyon. Und da drin ganz nebenbei auch noch einen Punkt dahinter, dann 2 Punkte Monaco dahinter. Was für ein spannendes Meisterschaftsrennen. Also Paris hier immer noch ohne Punkte, aber es gibt noch das Pokalfinale. Davor noch ein kurzer Blick auf die Statistiken. Messi hätte ich echt gedacht, dass er schneller runtergeht. Also 84 ist ja noch einigermaßen in Ordnung, aber für den Meistertitel reicht es trotzdem nicht. Gucken wir mal, ob Paris jetzt hier in dieser Saison keinen einzigen Punkt holt. Und wir sehen, dass sie einen Punkt holen. Messi mit dem Tor, Verratti mit dem Tor. Sie holen sich den Pokal und damit natürlich auch den nächsten Punkt. Und jetzt gehen wir hier in die letzte Saison Bayern München. Jetzt hier endlich mit einem Keeper. Oblak kommt. Und das Ganze auch noch vor dem neuen System. Denn vor allem der Pokal und auch die Liga müssen jedes Jahr hier ein Pflichtpunkt sein. So, jetzt haben wir aber wirklich genug Torhüter hier bei dem Glücksrad gehabt. Jetzt wird es mal Zeit für ein Erling Haaland oder sowas in die Richtung. Und es wird ein Trent Alexander-Arnold. Ein neuer Rechtsverteidiger für Paris, der hier übrigens in der Karriere für Real Madrid gespielt hat. Und vielleicht bedeutet dieser Transfer ja auch was für Messi. Also nicht, dass er hier zu Bayern geht, sondern dass wir vielleicht einen Spieler hier umtrainieren. Das gleiche haben wir ja bei Valverde auch gemacht. Deswegen werden wir das auch hier machen, aber auch hier erst nach der Saison. Okay, wir sind im Jahr 2027. Gleich werden die ersten Spieler freigegeben oder geklaut. Bayern wird schon mal keinen Punkt hier im Pokal bekommen. Und im Achtelfinale natürlich der Angstgegner mit City, die sie auch rausschmeißen. Also andersrum, City schmeißt Bayern raus. Und diesmal gewinnt sogar Paris die Champions League. Aber wie gesagt, es zählt nicht für dieses Battle. Können wir aber gerne ändern, falls ihr das Ganze sehen wollt. Weitere Ideen gerne immer in die Kommentare. Wir haben zwar noch die Bundesliga, aber mit Oblak hätte ich mir schon ein bisschen mehr vorgestellt. Ihr seht hier die Statistiken. Und da wir kein Finale spielen, hier nochmal ganz kurz das Team. Und dieses Team hat es auch geschafft, die nächste Meisterschaft hier zu holen. Und damit ist Bayern jetzt hier zweistellig. Und wir sehen jetzt hier die Sensation. Paris fliegt einfach in der Gruppenphase der Champions League raus. Beziehungsweise werden da nur Dritter spielen in der Europa League. Dafür gibt es natürlich keine Punkte. Sie fliegen da auch gegen Frankfurt raus. Dafür müsste es eigentlich sowas wie einen Minuspunkt geben. Wir sehen, Frankfurt gewinnt leider nicht den Pokal. Gewinnt aber Arsenal gegen Milan hier im Finale. Die Champions League holt sich City. In dieser Champions League Gruppe sind sie übrigens hier gescheitert. Eine ganz knappe Nummer. Und diesmal schafft es Paris auch wieder die Liga zu gewinnen. Bedeutet natürlich der nächste Punkt und vielleicht auch nicht der letzte. Denn sie haben hier natürlich noch das Pokalfinale. Ganz kurzer Blick hier auf die Statistiken. Und der Plan mit Hakimi geht hier anscheinend nicht so gut auf. Na gut, ich habe mein Bestes gegeben, das Team so gut wie möglich zu machen. Mal gucken, ob sie auch hier das nächste Finale gewinnen. Ich hatte ja mal ein Video, wo ich 15 Jahre Paris hier gespielt habe, wo diese Sache hier öfter passiert ist. Aber nicht hier im Finale, sondern schon davor. Nämlich, dass sie den Pokal hier nicht gewinnen. Vielleicht gewinnen sie jetzt aber einen Spieler vom FC Bayern. Denn ab jetzt werden Spieler freigegeben. Und der freigegebene Spieler könnte in der anderen Karriere dann zum anderen Verein wechseln. Gucken wir erstmal, welchen Spieler es hier treffen wird. Entweder jemand aus der Startelf oder jemand von der Bank, die nach Rating oder Gesamtstärke hier sortiert ist. Wir sehen, der rechte Flügel, also Valverde, der muss jetzt hier einfach mal freigegeben werden. Aber bleibt es bei dem Freigeben oder bekommt Paris jetzt Valverde in ihr Team rein und es bleibt bei der Freigabe. Und jetzt machen wir hier bei Paris weiter, wenn die Position nicht ganz klar ist, denn wir haben ja zwei verschiedene Formationen. Dann mache ich da nochmal einen extra Glücksrad. Gucken wir jetzt aber mal, welchen Spieler Paris jetzt hier freigeben muss und es wird auch der rechte Flügel. Ja, und dass die ganze Sache hier mit Hakimi immer noch nicht geklappt hat, ist natürlich jetzt eine doppelt bittere Sache. Es ist sowieso schon die ganze Zeit die Problemstelle in der Mannschaft. Regens werden auch nur verpflichtet, wenn wir die auf dem Glücksrad bekommen oder eben durch einen Steal. Also Bayern München könnte jetzt hier einen neuen Messi, also den Messi Regen hier bekommen, denn in der Bayern-Karriere hat er seine Karriere natürlich schon lange beendet. Für die Bayern wäre das ein richtig krasser Transfer, denn damit würden die den Valverde-Verlust hier wieder komplett wegmachen und die dürfen jetzt wirklich den Messi Regen holen, während hier einfach mal Renato Sanchez auf die rechte Flügelposition geht. Aber der Messi Regen ist ja mal eine komplette Enttäuschung. Eusebio Crespo, einfach Fußballernamen hier eingegeben. Okay, das Bayern-Trikot wird hier gerade zwar nicht gezeigt, aber das ist der neue Transfer, der vielleicht in der Zukunft
Zukunft ziemlich wichtig sein könnte. Und mal schauen, ob wir hier einen Transfer haben, der hier direkt weiterhilft, und es wird einfach De Bruyne. Okay, und das ist bitter, der hat seine Karriere hier noch nicht beendet. Anders als ein Benzema, der hier einfach mal Paris heißt. Vielleicht wechselt er ja später zu Paris, aber dieser Regen in der Paris-Karriere würde dann natürlich anders heißen. Aber das hier wäre natürlich der Jackpot. Stattdessen holt sich Bayern aber hier den echten Kevin De Bruyne. Also auch dieser Spieler ist weg. Mal gucken, wen Paris jetzt hier bekommt. Wie gesagt, Leute wie Benzema, Haaland sind immer noch offen, aber auch ein Innenverteidiger mit Tomori ist hier noch offen. Und damit holt sich Paris einen ziemlich ordentlichen Spieler. Denn Kimpembe hat hier die gleiche Gesamtstärke. Mal gucken, wer sich da durchsetzt. Okay, Cancelo hatte anscheinend hier keinen 10-Jahres-Vertrag. Wird natürlich jetzt hier wieder zurückgeholt. Schauen wir auf den FC Bayern in dieser Saison. Hinspiel erstmal 1:1. Wird Milan hier Bayern rauskicken? Wir werden es jetzt sehen. Nein, werden sie nicht. Die Bayern kommen hier ins Viertelfinale. Gegner da, Liverpool. Aber das scheint auch kein Problem zu sein. Vielleicht holen sie wieder das Triple. Nee, das würde schon mal nicht. Pokal-Halbfinale hier gegen Dortmund verloren. Aber noch wichtiger ist natürlich das Finale hier einfach mal gegen Paris. Das passt natürlich perfekt. Davor wollen wir uns aber hier ein paar Sachen angucken, wie die Statistiken und auch den DFB-Pokalsieger und natürlich auch den Bundesligameister. Also der nächste Punkt für die Bayern, einfach mal keine einzige Niederlage in der Saison. Also auch wenn man ein richtig gutes Team hat, schafft man das sehr selten. Also der 11. Punkt hier für die Bayern. Und mal gucken, ob sie jetzt gegen PSG hier den Ausgleich machen. Oh, wir sehen auch direkt Bayern mit der ersten Chance. Und natürlich wäre es hier cooler, das Ganze hier in einer Karriere zu haben. Da würde es aber ein paar Probleme geben. Bayern mit der nächsten Chance hier direkt. Denn dann würden einfach Spieler wegwechseln, sich nicht richtig entwickeln und so weiter. Und das wäre natürlich auch nicht die Sache, die wir hier sehen wollen. Coman schon wieder mit einem Finaltreffer. Ja, also ich denke mal, das hat er jetzt bewiesen, dass er das hier drauf hat. Hoffentlich reicht es aber in diesem Finale auch. Nächste Aktion von den Bayern und der Stürmer macht das Tor. Der erste Transfer Osimhen mit dem 2:0. Aber wir wissen ja, das muss nichts heißen. Und direkt die nächste Aktion in der zweiten Hälfte. Das sollte jetzt aber die Entscheidung sein, Osimhen mit dem 3:0. Und wir sehen sogar noch das 4:0. Auch Vlahovic darf nochmal treffen. Und sie machen hier sogar noch das 5:0, Kai Havertz. Was für ein heftiges Finale, so einseitig. Ich meine, die Paris-Mannschaft ist jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Aber den punktemäßigen Ausgleich konnten sie hier nicht verhindern. Aber man muss davon ausgehen, dass Paris jetzt hier wieder die Führung übernimmt, auch wenn sie den Pokal hier verloren haben. Beziehungsweise da den Pokal nicht mehr holen können. Wir gucken auch das Viertelfinale im Champions League. Viertelfinale, also macht ja Sinn. In der Champions League natürlich. Wir gucken hier auf City und da sehen wir ein 1:1 im Hinspiel und im Rückspiel gibt es eine Niederlage nach Elfmeterschießen. City mit Haaland gewinnt hier das Finale und die Liga war mal richtig spannend, aber es gibt einen Punkt für Paris. Also knapper kann man sich die Führung hier nicht holen und es kann sich jetzt natürlich wieder alles verändern, wenn einer dieser Stars jetzt hier freigegeben werden muss und vielleicht dann sogar beim anderen Verein landet. Es wird wieder Zeit für einen Discard hier beim FC Bayern. Gucken wir mal, auf welcher Position es den Discard geben wird. Auf der rechten Flügelposition schon wieder, das kann doch nicht sein. Der rechte Flügel ist hier momentan Kingsley Coman. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn Musiala hat die 91er Gesamtstärke und es gibt natürlich noch den Regen von Messi. Aber vielleicht geht es ja für Kingsley Coman zurück nach Paris. Das wird natürlich das andere Glücksrad hier entscheiden und wir sehen, es wird wieder ein Steal. Damit geht es tatsächlich hier wieder zurück nach Paris. Hier in der Karriere hat er bei Real Madrid gespielt. Ja, ziemlich gut für den rechten Flügel bei Paris. Das passt sehr gut rein. Denn auch Neymar geht natürlich mittlerweile ordentlich runter. Und für die ZM-Position, die momentan noch die schlechteste ist, da habe ich auch eine Lösung. Denn da wird Trent Alexander-Arnold einfach hin trainiert. Aber vielleicht wird er da auch nicht so lange bleiben. Also zumindest bei Paris. Denn die müssen natürlich auch noch einen Spieler hier freigeben. Gucken wir mal, ob es wieder der rechte Flügel wird oder diesmal eine andere Position. Es wird der linke Verteidiger. Bisschen unglücklich, dass ich Trent Alexander-Arnold jetzt schon auf die ZM-Position trainiert habe. Aber da wird einfach Mukiele hier zum Linksverteidiger. Mendes verliert seinen guten Vertrag, bekommt aber ordentlich Ablöse dafür. Und wir gucken mal, ob die Bayern noch einen Weltklasse-Linksverteidiger hier bekommen. Nein, es bleibt beim Discard. Aber es bleibt dabei. Liga und Pokal ein Punkt und die Champions League natürlich 3 Punkte. Und Bayern setzt sich hier gegen Atletico im Rückspiel durch. Im Viertelfinale wartet Milan. Auch da gibt es wieder 4 Tore. Jetzt zweimal Halbfinale gegen Borussia Dortmund. Pokal wird diesmal schon mal gewonnen. Aber in der Champions League sieht es jetzt hier sehr, sehr schlecht aus. Da ist Dortmund im Finale. Und Dortmund hätte den Bayern fast noch mehr Punkte hier weggenommen. Es war eine sehr spannende Meisterschaft. Die Bayern holen hier natürlich ihren nächsten Punkt. Und das Sturmduo vorne drin hat sich auch richtig gut entwickelt. 94 und 95 und auch Havertz hier auf der 95. Gravenberg hier mit 14 Vorlagen. Mal gucken, ob noch eine dazukommt. Bayern will natürlich durch den DFB-Pokalsieg jetzt hier auch in Führung gehen im Duell gegen Paris. Und das machen sie auch, aber erst nach Elfmeterschießen. Vorlage kam nicht von Gravenberg, ist aber in dem Falle natürlich auch komplett egal. Die Bayern führen, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum. Denn ich denke, Paris wird jetzt hier Punkte holen. Die Frage ist natürlich, wie viele 5:0 gegen City? Was ist das denn? Nochmal so ein komplett verrücktes Ergebnis. Ich meine, City wird immer noch extrem viele heftige Spiele haben.
Mal gucken, ob wir das Finale sehen. Ja, wir sehen das nächste Finale. Aber was machen sie da gerade in der Liga? Also gegen City 5:0 gewinnen und dann gegen Metz 2:0 verlieren. Nochmal ein Beweis dafür, dass hier wirklich alles in der Simulation passieren kann. Und auch ein frühes Aus im Pokal ist hier möglich. Aber die beiden Niederlagen waren ganz egal am Ende der Saison. Sie holen sich ganz deutlich die Meisterschaft. Und damit natürlich auch hier den Ausgleich. Und Real Madrid hier einfach mal mit Gavi. Was ist das denn? Lindström auch noch am Start. Schauen wir mal, wie das Ganze hier ausgeht. Oh, es sieht schon mal sehr gut aus für Paris. Ja, das ist die sehr frühe Führung durch Mbappé. Aber es könnte den schnellen Ausgleich hier geben. Gibt es aber erstmal noch nicht. Aber vielleicht ja der zweite Treffer von Paris. Aber direkt der nächste Angriff von Real. Aber auch der ist nicht drin. Und jetzt hier der Angriff über Real Madrid. Was für eine Kombination. Aber es ist nicht der Ausgleich. Lange nichts mehr passiert. Letzter Angriff hier von Real Madrid. Der Spieler kommt aber nicht mehr ran. Und damit holt Paris jetzt hier die nächsten 3 Punkte. Es wird natürlich jetzt immer spannender. Und neue Saison heißt beim FC Bayern natürlich auch neuer Discard. Mal schauen, auf welcher Position das Ganze jetzt hier passieren wird. Und wir sehen, es ist die Torhüterposition. Warum ist da überhaupt Konfetti im Hintergrund? Hier werden Spieler freigegeben. Und damit ist das alte Bayern-Problem das neue Bayern-Problem hier in diesem Video. Denn das ist natürlich jetzt ein extrem großer Rückschlag. Gehen also hier wieder zurück auf eine 82er Gesamtstärke. Ich weiß nicht mal, ob es Sinn macht, Paris jetzt überhaupt Oblak noch zu geben. Wir gucken direkt mal. Okay, ich muss Paris auch gar nicht mehr Oblak geben. Aber nach dem Champions-League-Sieg von Paris ist das direkt der nächste große Rückschlag. Aber wenn Bayern hier ganz viel Glück hat, dann bekommen sie direkt einen neuen Keeper. Die Wahrscheinlichkeit ist auch gar nicht so gering. Dafür muss es aber natürlich jetzt hier die Torhüterposition oder eine Position auf der Bank geben. Es ist nicht der Bank Nummer 4, wäre aber auch kein Torwart gewesen. Es ist die ZDM-Position. Die Position haben wir natürlich ein bisschen davor gezogen, aber Soler muss trotzdem darunter leiden. Denn für ihn geht es natürlich jetzt hier auch nicht mehr weiter. Aber so extrem schlimm ist das jetzt nicht. Mal schauen, ob das Ganze jetzt hier noch ein Upgrade für den FC Bayern wird. Und ja, es wird ein erneuter Stil. Aber die Gesamtstärke bzw. die Werte, die kann ich jetzt hier nicht anpassen. Sie holen sich also hier nur eine 86er Gesamtstärke. Bayern hat also jetzt hier einen neuen Backup-Spieler, dem ich aber jetzt zumindest das 91er Potenzial geben werde. Ich denke, so ist das Ganze am besten. Aber auch mit diesem Backup-Spieler wird es keine erfolgreiche Pokalsaison. Aber in der Liga sieht es momentan ganz gut aus und in der Champions League nach dem 4:0 auch. Insgesamt einfach mal ein knackiges 8:0. Aber das Viertelfinale wird vielleicht ein bisschen schwieriger gegen Real Madrid. Direkt ein 2:2 und eine Niederlage. Ja, da hat das Achtelfinale aber schon ein bisschen mehr angeteasert. Es bleibt für diese Mannschaft also nur noch der Bundesliga-Titel übrig. Denn zum zweiten Mal gewinnt Paris in der Bayern-Karriere hier die Champions League. Der DFB-Pokal geht an Leipzig und die Bundesliga bleibt in München. Wenn sie aber noch eine Chance haben wollen, dann müssen sie nochmal die Champions League gewinnen. Und auch Paris wird im Jahr 2030 nicht den Pokal gewinnen. Aber mit der Champions League geht es hier noch weiter. Viertelfinale gegen Juventus Turin, die haben wir heute auch noch nicht so oft gesehen. Wir gucken direkt mal, das ist kein Problem. 2x1, 3:1 und ich glaube, der Punkt in der Meisterschaft, der wird auch schon mal vergeben. Der FC Bayern jetzt hier im Halbfinale. Kann Paris aber hier von den nächsten Punkten erstmal noch nicht abhalten. Inter Mailand kann die 3 Punkte aber natürlich noch verhindern. Aber wenn Neymar hier mit einer 82er Gesamtstärke immer noch über 30 Scorer-Punkte hier sammelt, dann habe ich da nicht so viel Hoffnung. In der Liga gibt es hier den 20. Punkt für Paris. Schauen wir also hier direkt mal rein. Inter Mailand startet auch direkt mit einem Schuss. Und Inter Mailand macht auch hier direkt das 1:0 durch Mason Mount. Oh, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Inter Mailand aber nicht mit dem 2:0. Aber es gibt direkt die nächste Chance und das ist jetzt auch das 2:0. Ivan Nilsson macht ihn diesmal rein. Na gut, aber Paris hat ja schon mal einen 2:0 gedreht. Da haben sie das Tor aber noch vor der Halbzeit gemacht und genau das gleiche passiert jetzt auch. Aber nicht Mbappé, sondern Sanchez diesmal. Oh, nächste Aktion von Paris. Das war fast das Tor. Es geht immer noch weiter und das ist jetzt der Ausgleich. Das gibt es doch nicht. Und jetzt gibt es sogar noch die Chance zum 3:2, so wie in dem anderen Finale. Und es gibt jetzt sogar hier den Freistoß von Mbappé. Mal gucken, ob er sie hier... Ja, er hätte sie fast zum Sieg hier geschossen. Stattdessen jetzt aber Inter Mailand mit dem Konter. Und das ist doch nicht... Das kann doch nicht wahr sein. Das ist nicht das Tor. Und jetzt der Konter Mbappé mit dem 3:2. Wieder das gleiche Ergebnis wie im anderen Spiel. Paris geht hier also 23:17 in Führung. Es hätte aber auch 17:17 stehen können. Bankplatz Nummer 7 von Bayern wird freigegeben. Und das ist Cancelo. Und Paris darf sich seinen Regen wahrscheinlich auch noch klauen. Oder auch nicht. Ist ein freier Spieler, hat die Karriere aber noch nicht beendet. Ist kein Upgrade, kommt aber trotzdem in die Mannschaft. Und Paris muss jetzt den linken Flügel freigeben. Ja, und Flügelspieler haben sie nicht mehr so viele gute. Das könnte vielleicht zu einem Problem werden. Mal gucken, ob Bayern den auch klauen kann. Ja, die dürfen jetzt hier einfach mal Neymar holen. Beziehungsweise seinen Regen. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich bin ehrlich, ich habe nicht mehr so an die Bayern geglaubt. Und habe deswegen einfach komplett bis zum Ende simuliert. Und das auch nicht mehr hier weiter verfolgt. Aber die holen sich tatsächlich mit einem Nübel 82-83 Gesamtstärke so in die Richtung. Die Champions League hier noch. Und damit könnte das ganze Ding hier nochmal spannend werden. Im DFB-Pokal gibt es keinen weiteren Punkt. Aber die Meisterserie hier in der Liga geht weiter. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Last-Minute-Überraschung.
Saison. Auch bei Paris springen wir dann natürlich ans Ende der Saison, sehen da aber schon, die haben den Pokal gewonnen. Aber in diesem Jahr hat tatsächlich Bayern in beiden Karrieren die Champions League gewonnen, Paris hier im Halbfinale rausgeflogen. Und ich glaube, das Einzige, was diese Mannschaft hier zerstören könnte, wäre ein Mbappé-Discard. Denn Paris holt jetzt hier den 25. Punkt und damit muss Bayern jetzt natürlich alle Titel holen und Paris darf keinen einzigen holen. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, welchen Paris-Spieler wir hier discarden müssen und wir sehen, es ist das rechte Mittelfeld. Und ich denke, damit ist das Duell entschieden. Und es wurde sogar noch schlimmer als erwartet, denn Paris hat sich alle drei Titel geholt. Bayern holt noch einen zusätzlichen Punkt. Trotzdem war es aber richtig cool und ihr könnt euch jetzt gerne auch direkt zum nächsten Video klicken.